Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Neue Woche, neues GTA 5 Zeitrennen. Diese Woche haben wir das Zeitrennen Lake Vinewood Estates und es ist mit der Barty recht leicht zu gewinnen. Man muss allerdings ein bisschen geübt sein, dann klappt das ganz gut. So, schauen wir uns hier mal die Strecke an. In Neongrün habe ich die Abkürzung eingezeichnet und wenn ihr so fahrt, also fahrt wie ich, dann klappt das auf jeden Fall. Die Barty ist natürlich wie immer ungetuned, ja. Ja, so, dann starten wir das. Hat nicht so ganz geklappt. Dann starten wir jetzt mal das Ganze. Zeitvorgabe 1,26. Genau, so schön. Und ihr müsst immer schön im Wheelie fahren. Wenn ihr nicht oft, so oft genug, also so oft wie möglich im Wheelie fahrt, dann wird das Ganze hier nichts werden. Kann ich euch versichern, das wird dann sehr schwer. So. Ja, hier im Prinzip gibt es eigentlich nur zu beachten den Verkehr, also den Gegenverkehr und Querverkehr. Ja, sonst ist halt bei der Abkürzung müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Dazu sage ich euch gleich noch was, wenn wir da am besagten Punkt sind. Ja. Genau hier fahren wir rechts an der Laterne vorbei, dann an die Masten, rechts am Baum vorbei, springen rüber, kein Ding, also hier stürzt ihr auch nicht. So, und jetzt hier auf der Strecke hinter den Bäumen, merkt euch hier die Bäume, schön rechts hoch und gleich nach rechts ziehen, genau, und jetzt schön so bleiben. Und jetzt gut aufpassen, damit ihr nicht stürzt, fahrt durch den Baum durch, genauso wie ich an derselben Stelle. Zack, durch, genau, weil sonst, wenn ihr rechts landet auf dieses Zeug da, auf diese Insel, dann stürzt ihr. So, und hier auch schön im Wheelie durchfahren. Und hier jetzt langsam vom Gas gehen. Aber nicht bremsen, nur vom Gas gehen. So, und jetzt hier schön rechts durchziehen. Schön rechts durch, jawohl. Und direkt rein und immer Wheelie. Jawohl, 1,17956. Also rund 8 Sekunden unterboten. Ja, ich denke, das ist ganz chillig. Ich habe 5, 6 Versuche gebraucht oder so, weil ich immer wieder gestürzt bin. Besonders an der Ecke, gerade vor der Brücke, was ich euch gesagt habe, ja. Und hier ist diese Woche was ganz Interessantes auch, das wollte ich euch mal zeigen, denn bei Motorrädern haben wir die Hakuchi Drag im Angebot. Also ihr spart 50% ungefähr, nicht? Kauft die euch auf jeden Fall, auch ungetuned ist die euch sehr hilfreich. Also ihr könnt damit auch ganz leicht die meisten Zeitrennen gewinnen, also ihr braucht euch der Bus nach vorne beugen und dann halt fehlerfrei fahren und fertig ist. Das klappt mit der auf jeden Fall mega einfach. Ja. Genau, dann wie immer nicht Kritik. Und irgendwelche Anregungen, was auch immer, oder ihr habt Fragen, was ich euch auch immer noch zeigen soll oder so, einfach unten in die Kommentare. Like und Abo nicht vergessen und beim Abonnieren natürlich die Glocke aktivieren. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis später.